Ja, die Brandbomben, die sind's. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Lass mich nochmal heilen. Ich bin tot. Oh, jetzt hat das so ein bisschen einen. Oh! Wir haben Bilder. Ja, ich habe Bilder gemacht. Es ist ein richtiges Zuhause hier. Wir haben zwei Bilder. Wo ist hier? Ich stecke. Auf die Karte gucken. Ja, reiten und auf die Karte gucken. Ich kann schon so nicht reiten. Aua. Einfach mir hinterher. Ja, und jetzt? Bis dann macht Damage. Ich reset den nochmal. Achso, ich bin da. Oh. Ich war noch kurz PS4 geritten. Yo! Die UI bei mir, ja, der macht gut Damage. Ich laufe die ganze Zeit nach rechts. Das Steuerungsrad ist offen, ich kann aber nichts klicken. Das klingt nicht so gut. Geht auch nicht. Hast du einen Bug gefunden schon wieder? Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Ich kann gar nichts klicken, Mann. Ich muss das Spiel, glaube ich, alle vier. Scheiße. Einfach auf Range bleiben und wenn er diesen Jump macht, einfach mal leer drücken. Aber die Windows-Taste geht auch nicht. Komm, Steuerung alle entfernen. Siehst du, das sind also die Ausreden, die Holla hat, wenn wir Vampirjäger töten gehen wollen. Sie würde lieber das Spiel beenden, als uns zu helfen. Ich kann nicht mal Steuerung alle entfernen klicken. Hä? Hä? Ja? Warte mal. Maus geht aber noch. Ich muss das über Maus fahren. Ach, es brennt. Oh. Ich dachte, es wird eins. Ich mach kein Feuer. Ja, ja, ja. Kann ich mal eben so ein ganz kleines Stück hoch. Mann, jetzt hat er mich schon wieder getroffen, dieser. Ich versuch den schon die ganze Zeit abzulenken, aber der mag dich echt besonders gerne. Ja, die Brandbomben, die sind's. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Lass mich nochmal heilen. Kiten kannst du, oder? Ich bin tot. Scheiße. Ja, der hat diese Brandbomben um mich herumgelegt, wie so ein Kessel, und ich kam nicht mehr raus. Ich reiß dich hin. Ach, shit. Einmal können wir es noch versuchen, wenn Tag wird, ist durch, glaube ich. Ich muss nur kurz heilen. Spells für wahrscheinlich. Ich brauche anderes Blut vorher, weil ich habe halt Müllblut. Arbeiterblut. Okay. Geht wieder alles? Ich habe genug Blut mitgenommen, weil ich smart war. Ja, ich war nicht smart, leider. Aber hier ist ein 47er Krieger. So, wo ist er hin? Wo ist er hin? Da hinten wahrscheinlich, oder? Ich hol mal Nimmich, dass ich den nicht vergesse. Keine Blutspur mehr. Also ich weiß nicht, wo der hin ist. Shit. So. Funktioniert wieder. Immer gern, das Ostwirn. Ah, da hinten, bei mir. Immer gerne. Freut mich, wenn es Spaß macht zum Gucken. Heute kommt auch schon das erste V-Rising-Ding. Bleib bei mir!
So, ich bin da, ist Tristan noch da? Seid ihr noch da? Ja, ja. Okay, aber der ist halt 46, ne? Weiß nicht, was du für ein Level hast gerade. 36. Ja. Er könnte aus der Ferne ein bisschen mit drauf. Nee, das geht schon. Also, du musst halt dodgen. Ne. Mhm. Ja, einfach auf Range bleiben. Und Die gesamte Tastatur ausgefallen. What the fuck? Musst du dreimal an- und abstecken, bis sie wieder ging. So, eine LAN ist auch so ein bisschen jinxed, oder? Ja, ich glaube auch. Ups. Ach Mann. Geh weg von mir. Meine magische Quelle ist beschädigt worden. Geh weg von mir. Warum nur auf mich? Geh auf die anderen. Ja, so ist gut. Kann man den kontern? Ja, ja. Da muss er aufpassen. Die machen Damage. Ja, wegen dem Feuer, ne? Ja, ja. Wenn ich es trifft, dann tickst du auch nicht runter. Achtung, Pia. Ja. Wir können hier gerade nicht durch. Jetzt. Ja, er hat sich ausgesperrt von mir. Ihr müsst jetzt nur aufpassen, dass er nicht resettet, weil ich komme an ihn nicht ran. Ich heile euch, nicht rauslaufen. Holla hat Angst vor Feldern, dodge erstmal raus. Ich hab's extra angekündigt, aber ich versteh's. Ja, yeah. Es ist noch sehr ungewohnt. Handbombe. Au, au, au. Aua. Brandbombe. Hallo? Ach, du bist auch Max. Wir kommen leider nicht zu dir hin. Achtung, Holla, wir kommen nicht ran. Aha, er hat mich umgehauen. Okay, ich hol Holla, du kämpfst weiter. Brandbombe. Naja, geht auf mich jetzt erstmal. Ich komm nicht ran, ja. Alles gut. Ich kann gleich durchdodgen, denke ich. Oh ne, das war zu viel. Brandbombe. Irgendwie hat die mich denn getroffen? Oh Gott. Mein Versuch, Holla zu retten, hat mich 80% meiner HP gekostet. Geht wieder auf dich, glaube ich. Ja, geht auf mich. Holla steht gleich wieder. Er geht zu dir. Bitte nicht. Wir stehen wieder. Go away. Ich mache mehr Sägeholz als Damage an Tristan. ich hab die One-Shot geschickt. Du hast auch fast kein Leben gehabt. Ja, lass mich liegen. Das ist easy. Die macht den, glaube ich, besser ohne mich. Anpumpe. No! Go away. Niemand will dich. Ach du Scheiße. Wo ist er? Hier an der Seite. Ah. Brandbombe. Kriegt er wenigstens von seinem eigenen Feuerschaden? Oh, er läuft weg. Ah, er resettet. Wir haben ihn zu weit weggekitet, glaube ich. Nein, 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 nein. Das ist der rennt hier weg. Nein, 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 ja. Nein, nein. Er ist wirklich weit weg. Nein, 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 nein. Ist er resettet? Weit, weit weg. Ich weiß es nicht. Er ist komplett weggelaufen. Ja. Ja, ja. Der Scheiße. Ist ja, bei Sonne. Bei Sonne, ja, ist schwierig, ne? Ja, es ist halt super ärgerlich, weil es halt so eng ist hier, ne? Ja.
Man muss den immer nach hinten kiten quasi. Aber ich weiß nicht, ob er irgendwann einfach sagt, nö, kein Bock mehr. Na. Also ich hätte per se voll Bock, den gleich nochmal zu machen. Ich würde nur einmal home rennen, weil ich mir neues Blut holen muss. Ja. Und ich bin mittlerweile sehr, wie soll ich sagen, ich mag delikatöses Blut und ich trinke nicht einfach nur irgendein Blut. Aha. Heißt, haben wir dich verzogen, sagst du? Ja, also ich habe da so eine Freundin, die mich nicht als Freundin sieht. Aha. Aber sie schmeckt sehr gut. Okay. Absolut verständlich. Zum Glück sind wir anders Freunde. Bin ich gerade sehr froh drum. Dass ich da nicht so eine Freundin bin. Ach Quatsch. Also, das wäre ja unangenehm. Es ist nur unangenehm, wenn du es nicht genießt. Du musst dich einfach drauf einlassen. Kann ich dich dann du Blutsauger nennen? Ja, aber eine Armbrust wäre mega praktisch für den Boss. So, damit man wenigstens irgendwas machen kann auf Range. Ach, du hast keine? Nee. Ja, ich sag's nur ungern, aber Armbrüste sind einfach die besten Waffen. Das Wort Brust ist drin, gleich. Also ja. Genau deswegen. Ach komm, ernsthaft, das hat getroffen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ist nach oben. Ich laufe schon wieder falsch. Ich habe keinen Orientierungssinn. Ah, ich brenne. Das ist einfach. Stimmt, das ist dann Blutsfreundin statt Busenfreundin. Das ist doch schön. Und was ist, wenn sie eine Armbrust hat? Ich weiß nicht, was das für einen Unterschied machen soll. Ja, dann sind es ja wieder Busenfreunde. Nee, Brustfreunde. Ja, das ist ja dasselbe. Nein. Kann man so sehen. Ich bringe übrigens Kupfer mit. Ich baue hier alles ab, was ich unterwegs finde. Jawohl. Dann bin ich ein bisschen useful. Naja, aber Armbrust heißt es ja auch einfach, weil die Waffe quasi von der Brust bis zum Arm geht, oder? Mhm. Alles ziemlich smart. Darüber habe ich nie nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, das ergibt Sinn. Ja, schon. Ja, ja. Damn. Einfach Bolzenwerfer oder Bolzenschleuder. Bolzenschleuder, das klingt. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwo Bolzenschleuder geheißen hat, ehrlich. Bolzenbogen. Wie mache ich aus dem Ungeziefer Nest? Ah, so machen wir neue Ratten draus. Cool. Ich finde das so schwierig, sich zu orientieren, weil man andauernd alles dreht. Und dann läuft man nach oben und denkt, man läuft nach Norden, aber es ist nicht Norden. Habe ich das ganze Glas aufgebraucht? Aber es ist sehr praktisch, dass man drehen kann. Ja, das ist richtig. Oh wow, ernsthaft, hast du es jetzt fertig gespielt, Xan? Alter, deswegen heißt es auch Bogen, weil der von den Beinen bis zum Ach egal. Chat, wirklich? Ich glaube nicht, dass Bogen von Hoden kommt. Wirklich nicht. Ich glaube, das Elend der Gefangenen sagt an, wie viel extra Schaden sie bekommt, weil sie, desto länger sie halt gefangen ist. Und Dankeschön, Skynet, für die 29 Monate. Hat ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Oh.
Ja. So. Vor unserer Base ist so ein Dude mit einem Schild, mit einem Totenkopf. Ich glaube, also der hat halt kein Level. Ich glaube, der ist ein bisschen anders krass. Der one-shottet mit seinem Charge. Ja, also es ist mir gerade passiert. Ich war kurz vor zu Hause, denk mir nichts Böses und dann sehe ich den und dann liege ich am Boden. Ja. Vlesk, soll ich dir Schurkenblut mitbringen? Ach, der ist gemutet. Er ist gemutet. Jovlesk, vergiss nicht, Schurkenblut mitzunehmen, wenn wir nochmal loslaufen. Ich würde mir was von einem gelehrten Blut klauen, glaube ich, damit ich kannst du auch Spell machen? Damage habe. Dann wundere dich nur nicht, wenn sie gleich stirbt, weil die ist fast dead. Ach so, ja, dann nehme ich Schurkenblut. Nee, das ist nicht schlimm. Die kann ja ruhig sterben. Also, die ist ja dafür da. Also, zum Sterben? Ja, nee, die Sache ist halt, jedes Mal, wenn du den Blut abziehst, also, wir können ja eigentlich im Kann ja im Discord auch reden. Jedes Mal, wenn du den Blut abziehst, geht dieses Elend hoch. Und dann bekommen sie quasi mehr Schaden. Und das heißt, du musst sie dann immer mehr füttern. Also es müsste, glaube ich, jetzt noch gehen. Wir Fische, glaube ich. Fische verringern Elend, soweit ich weiß. Ja, Ratten auch. Du musst sie einfach nur füttern, soweit ich weiß, oder? Ja, aber das passt ja dann. Dann füttern wir die einfach. Unser Blutschrank ist voll. Ach, man kann auch Elend heilen. Ja gut, dann ist entspannt. Dann füttern wir dir einfach Fisch. Dann gucke ich mal, ob das klappt, wenn ich der Fisch gebe. Ratten erhöhen das Elend. Okay, also nicht. Oh! Hast du ihn getötet? Ich dachte, man kann einfach ein paar Mal Blut abzapfen und habe gar nicht gerafft, dass zweimal reicht, um den zu töten. Naja, wir brauchen neuen Schurken, Leute. Okay. Ups! Upsi! Ach du grüne Neune! Ich hab ihn getötet! Oh je, oh, hoppala! Ja, Menschen sind aber. Ja, naja, jetzt weiß ich's aber, ne? Man lernt ja aus seinen Fehlern. Aha. Also, ich will ja nicht sagen, Margret, aber sei froh, dass du mein Hausmensch bist. Ja. Vlesk hat seinen getötet. Dir, was kann ich denn damit machen? Ich habe ihm ja nur einen Gefallen getan, ne? Was kannst du mit was machen? Hingelegt. Was denn? Rezept, gehst du an den Forschungstisch hier geradeaus. Dann kannst du es lernen, falls wir es noch nicht gelernt haben. Wenn wir es schon gelernt haben, einfach in den Schredder. Ich glaube, man braucht spezielle Fische, um das Elend zu erhöhen. Okay, was muss ich denn drücken? Ja, irgendwas leuchtet dann. Außer wir haben das Rezept schon. Bei den Vasen bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, vielleicht haben wir die schon. Ja, Prophezeiungsvasen haben wir. Dann einfach hier in den Schredder rein. Ah, wenn ich draus. Das da gibt Gesundheit. Und die Regenbogenforelle reduziert Elend. Woher bekommt man überhaupt Fisch? Angeln. Kann man angeln gehen? Ja, man braucht eine Angel. Bart wollte unbedingt eine Angel gestern, aber hat. Er hat auch geangelt, glaube ich. Hat geangelt? Okay. Was mache ich mit überschüssigem Blut, was nicht mehr in den Schrank passt? Hier ist noch eine Truhe. Ja, da brauchen wir vielleicht einfach eine neue Kiste machen, wo wir noch mehr Blut reinmachen. Ja, wir haben da, wo die Silbermünzen drin sind, ist jetzt auch schon Blut drin. Ja. Okay. Ah, hier. Okay. Ach, das geht ja nur mega langsam runter. Das waren bei dem Schmiededing, ne? 28 Baumwollgarne, das ist ja absolut
absolut wild. 40 Bretter. Gott, ich wette, so ich finde gerade so die Orientierung wieder, wie alles geordnet ist, und dann ordnen alle wieder um. So, dann komme ich morgen wieder online und alles steht wieder anders aus. Nee, Maxim macht ja die Ordnung großteils und der ist da schon streng. Okay. Maxim mag Kämmerer. Schwefelernst ist kein Edelstein. Schmiede. Ja, das ist einfach Schmiede. In die Schmelze rein. Schmelze, genau, Entschuldigung, die Schmiede. Das sind ja unterschiedliche Dinge. Das stimmt. Okay, ich habe einen Haufen Schwefelerz und Kupfer mitgebracht. Hatten wir nicht mehr unbefleckte Herzen? Ich will mal kurz für 5 Minuten. Da gibt's eine Kiste für. Ja, die geht in die Blutpresse, gehen die. Ah. Und ich dachte, ich hätte mehr gehabt, aber ich hatte nicht mehr. Ich hatte mich verguckt. Wir bräuchten. Unbefleckte Herzen, ja klar. Befleckte Herzen, verstanden. Großer Unterschied. Nein, wir haben 20 Baumwolle zu wenig. Ah. Gleich mal losziehen. Ich will mal eben essen. Ich bin wieder da. Jawohl. Ich glaube, eine Angel wäre gar nicht so schlecht, wenn ich mir eine holen würde. Dankeschön, Testo, für die 17 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ich weiß nur noch nicht, wo man Angeln herbekommt. Gibt es nicht irgendeinen Boss, den man dafür töten muss? Da. Verwende sie, um Fische zu fangen. Genau da. Da würde ich die Angelrute bekommen. Wo stelle ich die her, ist die Frage. In der Holzbearbeitungsbank. Wo ist unsere Holzbearbeitungsbank, ist die andere Frage. Haben wir eine Holzbearbeitungsbank? Ja. Brett, Kupferbahn, rauer Faden. Brett, Kupferbarren und rauer Faden. Kupferbarren, oh Gott, das sind viel zu viele. Kann ich da auch einfach nur... Kann ich das splitten? Ja. Und dann noch rauen Faden. Will ich ein paar Angeln holen. Achso, nicht bei den Drogen. Sondern. Nee, Stoffe. Rauer Faden. Ja, von dem haben wir auch genug. Wieso stelle ich mir gerade Müllermilch-Werbung in Far Rising vor? Vampir 1, hey, trinkst du gerade von meinem Räuber Vampir 2? Ich? Nein, der Räuber. Arg. Ja, ist halt echt so. Ist halt wirklich so. Sondern beim Stoff. Wie schnell brauchen sich denn Angeln auf? Macht das Sinn, dass ich gleich 2 mitnehme? Ach, die werden gar nicht kaputt. Okay. Ja, ich mache einfach mal eine, falls noch jemand eine will. Dann ist eine schon mal vorbereitet. Und... Weiß ich gar nicht. Vielleicht will noch jemand eine. Ich möchte auch noch ein bisschen mehr weiblichen Charme hier jetzt reinbringen. Ich finde es nämlich eigentlich sehr kahl. Aber nicht wie Karl der Große, sondern Karl mit K-A-H geschrieben. Deswegen würde ich jetzt erstmal hier 2 Bilderrahmen produzieren. Hallo Juicy. Dynamit fischen, yo. So. Und wie mache ich denn jetzt? Ich kann doch jetzt hier...
Ja. Geht auch nicht, dass wir hier nichts haben. An Gemälden. So, jetzt hat das so ein bisschen einen. Oh! Wir haben einfach, wir haben Bilder. Ja, ich habe Bilder gemacht. Es ist ein richtiges Zuhause hier. Wir haben zwei Bilder. Hallo. Pierre hat bei mir einen Totenkopf. Ja, ich bin sick. Und die ganze Pferde hier in der Eingangshalle ist auch so geil. Ich hab zwei Angeln hergestellt. Wenn noch jemand eine Angel haben möchte, dann packe ich sie jetzt in den Holzbearbeitungsding, da kannst du sie dir rausziehen. Ich liebe Angeln. Und die haben alle genug Wasser, ja? In jedem Game. Ich habe überall Wasser reingepackt, wo ich was mitgeholt habe. Ja, gut. Es ist egal, wo man angelt? Keine Ahnung, ich mache es jetzt auch zum ersten Mal. Okay. Aber die Fische sind auf jeden Fall unfassbar worth it. Also hier angeln ist actually nice. Chat, wie ist das mit Angeln? Ja, die wissen das doch. Ja, nice. Angeln. Ich habe noch Papier. Wo packe ich Papier rein am besten? Papier und Knochen. Papier und Knochen, stimmt, da war was. Ich lerne es noch. Okay, ich habe mich backseaten lassen, wollt ihr es wissen? Das ist immer schwierig, weil die Frage ist, mit was hast du dich backseaten lassen? Mit dem Angel. Ach so, ja, das ist schon. Ich glaube, das ist bei solchen Games auch eh, da. Ich gebe das lieber auf und spare mir die Nerven, und statt jedes Mal zu sagen, oh, bitte kein Backseat. Ja, viele. Also ich lasse mich bewusst backseaten, ich sag ja. Ja. Klar. Hey, aber selbst wenn man es nicht Bart, wollen würde, das lässt sich so schwer nur umgehen. Wir spielen mit Bart in der Runde, wir werden sowieso von Bart gebackseatet. Also der Chat meinte, wir müssen nach Blubberblasen suchen. Ach, dann sind dafür die Blubberblasen, I see. Und dann dort angeln und dann findet man einen nice. Das ist ja eh gutes Backseat. So. Ja, ist halt, ne, die Mechanik wurde halt verraten, so wie das mit dem Angeln funktioniert. Naja. Das kann man jetzt wissen wollen oder man kann es selber rausfinden wollen und sich dann ultra smart fühlen. Also ich mache gerade Licht. Ja. Das ist alles, was ich gerade brauche für mich und das macht mich schon glücklich. Ich die Baumwolle pflücken. Ich suche Blubberblasen. So macht jeder Dinge, die ihm Freude bereiten. Ist das nicht schön? Wundervoll. Muss nur ein Baumwollfeld. Ah, hier Baumwoll fahren. Gibt ja alles hier, ist unglaublich. Was für Brandschutz. Ich hab einen Brandschutzumhang. Echt? Wo hast du den? Den kannst du dir machen, direkt nach der Lederrüstung. Dieser, Nur den Reiseumhang. Ach so. Ja, der macht Brandgedönsschutz. Also der lässt sich weniger schnell verbrennen. Ja. Ich dachte, der heißt einfach Brandschutzumhang. Nee. Hä? Wäre ein lustiger Name, actually. Also. Mhm. Oh, ich schaff das einfach nicht, an Eisen vorbeizulaufen. An Kupfer. Leute, wir können jetzt nicht nur anfangen, auf schön zu bauen, oder? Hä, wieso nicht? Es gibt hier halt auch einfach so schöne Sachen. Ich brauche mehr Platz. Wie viel fehlt uns denn jetzt noch, damit wir das vergrößern können, das Schlosszentrum? 24 Eisenbahnen, 24 Glas, 4 verbesserte Blutessenz. Let me look. Wir haben eine verbesserte Blutessenz. Wurde die komplett, wurden die alle gefressen? Okay, dann gehe ich unbeflecktes Herz holen. Glas sollten wir eigentlich relativ viel haben mittlerweile. Ja, haben wir gerade genug, um zu upgraden. Wir brauchen nur die verbesserte Blutessenz. Alles klar. Aber das Rezept dafür kriegen wir von Tristan. Ja, dann lass uns den nochmal legen gehen. Ich hol nur eben Baumwolle, dann können wir Schneiderei machen, bessere Rüstung und dann ist Tristan auch einfacher. Ach so, ich hätte den einfach so geholt, aber ja, klar. Das kannst du natürlich auch machen, aber... Oh, hier ist Knoblauchaussetzung. Oh, geil, Knoblauch? Wo? Das ist nicht so gut für uns. Aber Knoblauch ist geil. Nee. Ich wäre kein guter Vampir. Nee. Ich hab mir Knoblauch auf die Baumwollfarm gelegt. Ich habe Tristan jetzt auch auf jeden Fall angeschnüffelt.
Dann sollten wir den nachher finden. Einmal Baumwolle reicht auch fast eigentlich. Ich glaube, man kann mehr als eine Blutpresse bauen, aber das hilft uns at this point nicht, weil wir nichts reintun können. Aber wir dürfen ja theoretisch gesehen auch mehr als eine Base bauen, oder? Von den Serverregeln gehen. Wir dürfen Außenposten bauen, aber die dürfen auch angegriffen werden. Wir haben ja dieses Tina-Tor vorne, diesen roten Stein in der Mitte. Der indiziert quasi, dass die Basis nicht angegriffen werden darf. Ja, was ist, wenn wir einfach anfangen, direkt daneben quasi eine zweite, wie so ein Außenposten zu bauen, für einfach, wo man die ganzen Sklaven und so weiter reinpackt? Können wir machen, ja. Damit man einfach so ein bisschen Platz spart? Weil dann das würde könnte ich man machen, kann aber halt jederzeit angegriffen werden. Das ist das Problem daran. Ja, ja, klar, aber wenn man es ganz nah dran baut und so tut, als wäre es dasselbe. Ja. So, dass es hoffentlich keinen Marv hält. Ja, nee, so meinte ich das nicht, aber ich denke mir halt, also wir sollten ja. Oh nein, ich Dankeschön für den Raid. Das ist sehr nett. Vielen, vielen lieben Dank. Hallo, Bär. Dankeschön, Dankeschön. Ja, halt, ja, also basically ein Stall für Pferde und Sklaven, ja. Das ist prinzipiell das, ja. Was hast du gespielt, Schnibli? Ich gehe gleich drauf, weil die alle umfallen, bevor ich sie aussaugen kann. Nach Hause. Ja, wir kriegen ja auch, also wir kriegen, wenn wir jetzt einmal upgraden, ja nochmal gut viel Platz. Dann können wir so die erste Ebene auch mal fertig bauen, endlich. Lieber Zoo. True. True. Ich glaube, wir müssen dafür hier nach oben. Es wird aber auch gleich dunkel. Das heißt, ich suche mir jetzt Tristan und dann lege ich den. Habe ich gerade entschieden. Oh, das sieht aus, als wäre es Lehm oder so. Dafür braucht man Sprengstoff. Lol. What? Okay, krass. Ich wusste nicht mal, dass es Sprengstoff gibt. Lol. Wusstet ihr, dass es Farmadern gibt, für die man Sprengstoff braucht? Ja. So riesengroße, ne? Das ist ja insane. Ach, mit dem Bär hätte ich die auch töten können. Ja, ich habe den Bären leider noch nicht. So, Blutspur, wo bist du? Ich muss mir die Bärenform auf jeden Fall noch holen. Wie lange seid ihr heute noch in V-Rising da? Ja, nichts anderes heute. Nee, ich wurde nämlich gerade zu was anderem verpflichtet. Ja, mach auf jeden Fall, alles gut. Und, nee, ich dachte nur, vielleicht seid ihr ja später noch da. Nee, bis 12 oder so wahrscheinlich, also. Oh, okay. Alle einfach durch heute. Du bannerst einfach durch. Ich bin Team B-Knechti. 12 Stunden Let's Go, oder was? Ja, ja, ich zocke. Okay,
Okay. Ich bin leider nur bis 18 Uhr da, weil ich dann Theorie, meine letzte Theorie-Fahrstunde habe. Nein, aber auch nice. Ja, voll. Yep, yep. Aber ich bekomme da so ein... Ja, ich würde halt gerne die dann direkt nächste Woche machen. Aber ich muss auf jeden Fall as fast as possible die Theoriestunden fertig machen, weil wegen einer Gesetzesänderung in Deutschland darf man ab 1. Juni keine Online-Unterrichtsstunden in Theorie mehr nehmen, sondern muss wieder persönlich hin. Das heißt, ich muss das unbedingt abschließen, weil ich habe überhaupt keinen Bock, da persönlich hinzugehen. Ja, dieses gute, digitalisierte Deutschland, ne? Ja, ich habe auch gedacht, dass durch Corona, dass die da so ein bisschen dazugelernt haben, aber turns out, sie machen es wieder rückgängig. Ja, es ist so dumm, ne? Als ob persönlicher Unterricht irgendwas unterscheiden würde zu Online-Unterricht. Ja, vor allem, weil ich muss ja sowieso, also wenn ich dann halt quasi da bin im Theorieunterricht, ich muss halt innerhalb von, das sind glaube ich 2,5 Stunden, muss ich 4 Codes eingeben. Wenn einer fehlt, zähle ich nicht als präsent. Ich habe 2 Minuten Zeit, wenn der Code gezeigt wird und ich muss jedes Mal ein Foto von meiner Fresse plus Personalausweis plus den ersten Code hinschicken, um zu beweisen, dass es wirklich ich bin, die da ist. So. Also es wird überprüft, aber sie machen es trotzdem wieder weg und ich verstehe es nicht. Aber das ist doch voll gutes System. Ja. Das ist sinnlos, ey. Wir müssen gar nicht upgraden. Wir haben unten schon die Grenzen. Wir haben einfach nie weitergebaut unten. Smart. LOL. Nice. Ja. Das ist richtig gut. So, ich habe nochmal 300 Kupfer reingeballert. Ich habe Glas. Wo machen wir die Leute Glas? Die Türen offen lassen. Ich weiß nicht. Hoffe ich. Das war ich. Unbefleckte Herzen. Auch bei Liebe? Nee, die sammeln wir gerade. Okay, wo muss ich hin? Im Optimalfall. Ich kann gerade nicht reden. Okay. Ich bin echt tot. Erordne erst alles andere. Es geht nur darum, dass ich nichts mehr im Moment. In die Blutpresse. Blutpresse, okay. Okay, ich schaff den alleine nicht. I fought. Ich schaff Tristan vielleicht, aber ich schaff Tristan alleine auf gar keinen Fall. Wir hatten zu dritt doch übelst einen Struggle. Ja, aber ist ja auch stärker. Er ist ja auch stärker, wenn man den zu dritt angreift. So. Also ich glaube, ich war ja so ein richtiges, so richtiger Klotz am Bein. Nee, Quatsch. Weil er durch mich stärker geworden ist, aber ich halt wenig machen kann. Ja, nee, ist echt so. So rein spielmechanikmäßig. Nee, wir waren alle ein Klotz am Bein, weil den macht man halt nur mit Range, glaube ich. Melee will man den nicht, weil der super viel Damage macht. Und ich habe auch zum Beispiel überhaupt keine Range-Abilities gehabt. Ja, also ich habe halt 2 Range-Abilities. Also keine Armbrust, das meine ich. Achso. Armbrust ist, glaube ich, super praktisch. Pia hat da schon den meisten Damage gemacht. Ja. Ich habe halt mit meinem Axtwurf 19 gelben Damage gemacht. Ich glaube, das Crit oder so. Das war ganz cool. Aber ja, ich bin viel zu oft halt einfach dumm ran und dann... Aber dann tue ich das unbefleckte Herz erstmal in den Liebesschrank, weil der Liebesschrank ist ja leer. Sonst, da sind ja halt super... Mach die unbefleckten Herzen gerne in die Presse. Ah ja, warte, Presse. Never mind, ich hab's schon wieder... Damit wir die Essenz kriegen. Da war ich kurz ein Goldfisch. Okay, nice.
So. Dann angel ich jetzt noch 10 Minuten, dann wäre ich erstmal raus. Aber das ist ja gemütlich. Hier so um die Base. Klar. Ich würde dann meine Axt und meine Angel irgendwo noch reinlegen, damit die jemand anderes benutzen kann, wenn ich das weg bin. Weil aus dem Inventar ziehen geht ja nicht. Dann müssen wir nicht doppelt und dreifach bauen. Ja, aber die Waffen müssen wir sowieso bauen und ob man damit abbaut oder nicht. Mhm. Ist egal, das kannst du einfach im Inventar lassen, glaube ich. Okay. Ja, na eh so viel Zeug gerade. Ja, aber die Angel vielleicht trotzdem, oder? Ja, die Angel kannst du bestimmt. Die kostet fast nichts. Okay. Hat er wieder resettet? Hat er wieder resettet? Nee, oder? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Are you fucking kidding me? Ey, der Tristan geht mir so auf den Sack, ne? Ich hatte den so weit unten. Und dann hat er sich einfach selber mit dem Feuer ausgesperrt und resettet und ist weggelaufen. Mm. Oh, was für ein... Oh, ist das nervig. Das ist Pain. Ich finde keine Blubberblasen. Aber ich habe die auch noch nie gesehen. Pam, pam, pam. Oh, jetzt müssen wir halt wieder warten. bis es dann wieder hell wird. Ja, machst du Tristan gerade? Ich warte jetzt, bis wieder dunkel wird, weil ich nicht mehr genug Zeit habe. Aber ich würde den dann machen, ja. Okay. Ich hatte ihn fast. Also, ich glaube zu zweit, wenn wir uns da konzentrieren, dann kriegen wir den. Wir müssen halt nur ordentlich dodgen. Ist halt ein bisschen wie ein Dark Souls Boss gerade. Ich finde ihn alleine ein bisschen sehr knackig, weil seine Angriffe öfter kommen, als dein Ausweichen resettet. Das heißt, auf Zeit verlierst du zwangsweise Leben, weil du nicht alles dodgen kannst. Verstehe. Dann komme ich gleich mal dazu. Das sind aber auch echt weiter die eine Richtung gekitet. Am Anfang hast du immer die Richtung gewechselt hinterher, aber den Brandbogen nur noch eine Richtung, ne? Ja, weil du halt nicht durchkommst. Das ist halt das Problem. Also ich kam halt, er hat halt zwei oder dreimal hintereinander diese Brandbomben gemacht. Und deswegen kam ich halt nicht mehr durch. Ich wollte ja in die andere Richtung, aber ich kann halt durch die, ich kann durchs Feuer nicht durch. Ich kann durchs Feuer auch nicht durchrushen. Wenn er das Feuer legt, ist halt over. Ich komme dann nicht mehr durch. So. Und wenn er das zweimal hintereinander legt, also so gesehen habe nicht ich ihn gekitet, sondern er hat mich halt rausgedrückt. Hast du ihn wieder quasi angeschnüffelt? Ja, habe ich. Okay, weil ich habe meine Spur wieder verloren, leider. Verliert man, glaube ich, wenn man den einmal sieht, ne? Yep, yep. Nee, der Dash geht nicht durch. Ich glaube, was ich am ehesten machen kann, ist wirklich den Angriff wechseln, dass ich einen Single-Damage-Spell habe. Das ist wahr, der dann dafür mehr Schaden macht. Das wäre wahrscheinlich eine Option. Das ist weit.
Das wäre wahrscheinlich eine Option. Was mit dem Counterspell, der hielt, den will ich eigentlich nicht weggeben. Ist gleich Tag, ne? Den will ich eigentlich nicht weggeben, weil ich eigentlich den ganz cool finde, den Heilungsspell. Ich glaube, den Schild habe ich noch nicht. Ich glaube, den Schild, der zurückwirft, habe ich noch nicht. Aber ich könnte die Chaos-Salve nutzen. Stattdessen. Weil die macht, glaube ich, mehr Schade. Ach, das da ist ja noch geiler. Ja, aber ich will Tristan töten und nicht Nikolaus gerade. Das ist das Problem, ich bin stur. Aber ich glaube, mit den beiden Projektilen bin ich happy. Also... ich bin allgemein nicht so eine Schildspielerin. Ich will gar nicht so nah ran. Ich will halt Long Range spielen. Ich glaube, damit bin ich happy. Aber ich habe das Gefühl, das macht nicht so viel Schaden. Ich bin hier gerade in Tristan reingelaufen. Ich komme. Wo bist du denn? Mitten am Tag. Ach, das ist natürlich perfektes Timing. Ich komme. Ich meine, es ist ja auch echt schönes Wetter, aber... das macht ja auch nicht Sinn. Normalerweise bei diesen Spielen hasse ich es immer, wenn es dunkel wird, weil man nichts sieht. Und bei diesem Spiel geht es mir so auf den Sack, dass dauernd gutes Wetter ist, ne? Nicht durch. Ja. Das ist einfach das es Gegenteil, könnte auch mal regnen. Wo bist du denn? Ach, du bist da drüben. Brauche ich noch ein bisschen. Zum Wolf. Ein bisschen schneller. Habe ich hier irgendwas gepult? I'm coming. Leute, laufe ich richtig? Gibt es Regen in For Rising? Nee, ich glaube nicht. Ach, da ist ein Alpha-Wolf. Oh mein Gott. Ich habe mich gerade fast an der Sonne getötet. Weil hier einfach... Wie lange dauert es denn? Ja. Wichtige Frage gerade. Wie lange dauert es denn, bis man so ein Blut getrunken hat, so eine Blutflasche? Ein bisschen. Also kann ich das nicht einfach in Fight machen, ja? Boah, schwierig. Aber ich kann gleich für dich dodgen, dann kannst du trinken. Ich muss mich nur heilen, ich habe mich nämlich fast an der Sonne getötet. Weil da einfach so eine gerade Strecke ohne Schatten war. Die ich nicht kommen sehen habe. Und dieser Alpha-Wolf noch dazu. Hat er dich angegriffen? Nee. Ah, das trifft, ist halt anstrengend. Oh, ich sterbe hier gerade. Nein, halt durch. I'm here. Ist das Vlesk da unten? Das ist Vlesk, oder? Ja, ich glaube, der hat resettet. Nee, er ist in mich reingelaufen. Ah, das ist aber gut. Er ignoriert mich, aber... aber er ist nicht... er hat halb resettet. Are you kidding me? Ich hab den getroffen.
Ja, solange er nicht komplett resettet hat, können wir in der Nacht ja weiterkämpfen. Das ist ja ganz gut. Ich muss mich nur eben hochheilen. Bin gleich wieder da. Ich heile mich nur einmal voll. Ich habe Sonnenschutzcreme zu Hause vergessen. Ist das gerade aufs Spiel bezogen, oder? Ja. Hab ich auch kurz gefragt. Ja, war aufs Spiel bezogen. Weil ich gerade fast vor unserer Haustür verbrennt wäre. Weil das so ein langer Weg ohne Bäume und ohne uns ist. Leute, ich glaube, dieser Double Spell ist doch nicht so gut, weil er den die ganze Zeit dodgt. Ich habe jetzt so einen Bluttropfen, der heilt, wenn ich dich mit dem treffe. Viel Glück. Oh, bitte, lass endlich dunkel werden. Ja, ist gleich. Ja. Ich treffe ja gar nichts von. Aber gleich, ne? Gleich reicht immer noch, damit ich brutzel. Jetzt. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Bombe. Wo soll ich Schleifsteine hin tun? Ist einfach andauernd daneben. Keine Ahnung, wir fighten gerade. Okay. In dem Schmiedekistendingens. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nicht gut. Aber das Schurkenblut ist richtig gut, ich kann natürlich voll auf dodgen. Dass der dann nicht selber mal verbrennt, ne? Das würde ihm echt gut tun. Oh. Alter, das hat getroffen? Oh Gott, ich bin död. Nee, doch nicht. Ich muss mich ganz kurz heilen, ich habe irgendwie ein HP oder so. Das ist okay. Oh mein Gott. Mit dem Schurkenblut ist es einfach, weil ich so oft dodgen kann. Ich komme durchs Feuer nicht durch. Nicht oft genug. Jetzt kann er mal sterben, glaube ich. Aus irgendeinem Grund resettet mein Heilungsding nicht, mein Heilungszauber. Oh, Gott sei Dank. Endlich. Ja, irgendwie halt. War das buggy, dass das nicht? Ach, man kann den dreimal nutzen. Und ich dachte die ganze Zeit, er hätte mich resettet und habe ihn nicht genutzt. Oh, I'm a fucking idiot. Ja, gut. Können was machen? Ich habe einen neuen Blutszauber. Ah. Und der heilt, aber den kann man auch dreimal unmittelbar hintereinander nutzen. Ja, ja, ja. Und ich habe das nicht gerafft und ich dachte die ganze Zeit, hä, warum geht die Cooldown nicht runter? Warum geht die Cooldown nicht runter? So, ich bin erstmal weg und ich sag bis später vielleicht. Tschö.